Hallo Freunde, ich bin gerade absolut begeistert. Ich habe so einen Akku-Winkelschleifer gekauft von Aldi, 29 Euro, also vom Preis her top. Kann man nichts anderes sagen. Es ist, naja, ich habe ja einige E-Bike-Videos im Netz, also es ist allein schon von der Seite her gesehen einfach nur genial. Wenn wirklich ein Motor mit Akku betrieben wird. Ja? Und so ein Winkelschleifer möchte ich jetzt einfach mal auspacken. Das ist, ich habe den zwar schon mal aufgemacht, aber jetzt möchte ich das nochmal mit euch zusammen aufmachen. Also das ist. Koffer, durchsichtig, zack, zack. Nichts zu meckern. 29 Euro. Draußenanweisung, okay. Der Akku selbst. Was haben wir hier? Lithium-Ionen-Akku, 20 Volt. Von der Marke Duro, was es auch immer ist. Und 60 Watt. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, wird ja 20 mal 60 gerechnet. Oder wie war das? Ne, 60 Watt. 60 Watt ist schon richtig. Wattstunden, genau. 60 Wattstunden ist die Leistung. Ja, genau. Ja, genau. Die Rechnung wäre quasi so: 20 Volt mal, ja, eigentlich mal 3 Amperestunden. Also, oder 3000 mAh oder 3 Amperestunden. Dann wären wir bei 60 Wattstunden. Passt genau. Baujahr 2017, ist schon ein Jahr alt. Okay. So. Hier haben wir den Winkelschleifer. Jetzt setze ich einfach mal den Akku drauf. Zack. So. Was müssen wir hier machen? Also erstmal genial. Also, wirklich nicht meckern von der Größe her. Ich bin begeistert. Einfach nur cool. Ja. Handlich. Ja. Nicht zu groß, nicht zu klein, absolut tragbar. So. Um den anzumachen, muss man das Ganze erstmal einmal nach rechts drücken und dann nach oben. Leider. Einfach geniales Spielzeug. Aber wirklich so viel Leistung hier drin zu haben, ja, einfach nur cool. Ja, was ich damit ausprobieren würde, ganz gerne, denk mal schneiden und so weiter, das kann er alles. Aber wo ich dran Spaß hätte, das glaubt man gar nicht, ist ein bisschen den Rasen mitzumähen. Und das probiere ich gleich mal aus. Da noch mal kurz zum Ladegerät, ich denke mal, das ist jetzt nichts Besonderes. 220 bis 240 Volt, 100 Watt, 50 bis 60 Hertz. Ja, also eigentlich ganz simpel. Und hier, wie jedes, das ist alles, ne? Jeder Winkelschleifer vom Aufsatz, den Griff quasi von der Seite und halt Schlüssel. Also ich bin begeistert, man braucht wirklich kein Kabel mehr, wenn man irgendwo keine Stromquelle als solches auch sieht. Ein Kabel ist es, wenn man irgendwo jetzt kommen, ja, könnten vielleicht dumme Gedanken kommen, aber ich sag mal, bei uns ist es so, wir haben ein Grundstück außerhalb, wo ja zwar ein Generator steht, der aber natürlich auch irgendwas betrieben werden muss. Ne? Da muss ein Dieselaggregat angeschmissen werden und so weiter. So, in diesem Fall
kann man da, wenn man etwas schneiden möchte, einfach nur Akku dran, los geht's. Überhaupt kein Problem. So, und gleich probiere ich den Rasen hier aus. Ich weiß nicht, wie gut mäht er den Rasen. Das muss ich einfach probieren. Wie gut die Bordsteine damit sauber gemacht werden. Genial, es funktioniert wunderbar. Alles sauber. Das ist weg. Bohrstein gesäubert. Das mit wenig Aufwand. Top, wunderbar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Also, besser geht's gar nicht. Klein, handlich. Also.